Guten Morgen, hier ist Irene mit dem 9. Kalendertürchen. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich kann euch noch mehr Geschichten vorlesen aus der Suche nach dem Glück, weil mir der liebe Jürgen eine PDF geschickt hat. Der hat sich wohl mal das Buch ausgeliehen und hat das dann komplett abgeschrieben, weil er es wohl auch so klasse fand. Und ja, das ist jetzt die Gelegenheit für mich, meinen Adventskalender mit Ausschnitten aus diesem Buch zu füllen. Und deswegen gibt es heute einen weiteren Ausschnitt daraus. Sie gingen den ganzen Tag. Nur zur Mittagszeit machten sie Rast an einem Bach und aßen die Brote, die ihnen der gastfreundliche Alte netterweise mitgegeben hatte. Bei Anbruch der Nacht, gerade als sie anfingen, sich ein wenig Sorgen zu machen, gelangten sie zu einem hübschen kleinen Haus unter Bäumen. Überall ringsherum lagen eine Menge Räder, Karrenräder und Wagenräder. Merkwürdig, dachten sie und klopften zaghaft an die Tür. Ein alter Mann und seine Frau öffneten sie weit. »Kommt herein, wir haben euch schon erwartet«, hoben sie an. Aber eines der Kinder konnte einfach nicht warten. »Warum sind denn da so viele Räder?«, platzte es heraus. Da antworteten die beiden Alten. »Kommt, seht sie euch an, bevor es zu dunkel wird.« Und als sie die Räder aus der Nähe anschauten, sahen sie, dass allerhand hübsche Dinge darauf gemalt waren. »Oh, toll«, riefen die Kinder, »können wir noch mehr sehen?« »Kommt mit«, sagten die alten Leute. Hinter dem Bauernhaus standen viele, viele Karren, einige davon alt und abgenutzt, andere neu und wunderschön. »Bauen Sie die Wagen?« »Ja«, sagten sie. »Für wen denn?« »Für alle, die auf dem Lebensweg reisen.« »Bitte reden Sie weiter«, sagten die Kinder. »Kommt herein zum Feuer, dann will ich es euch erklären«, sagte der Mann freundlich, und während seine Frau eine Suppe kochte, begann er. »Jedes dieser Fahrzeuge hat vier Räder. Erstens das Rad der körperlichen Bedürfnisse. Freiheit von Hunger, Krankheit und Kälte.« »Das muss sein«, sagte eines der Kinder verstehend. »Aber viele, viele Kinder und Erwachsene haben nicht einmal dieses eine Rad.« »Nein«, fragte eines der Kinder erstaunt. »Bedauerlicherweise nein«, sagte der alte Mann, und auf einmal roch die Suppe so gut und strahlte das Feuer so warm. »Zweitens das Rad der Liebe, das aus zwei Hälften besteht. Lieben und geliebt werden. Ohne das kommt es einem sogar im Sommer irgendwie kalt vor, nicht?« sagte das Kleine. »Drittens die Räder der irdischen Ziele.« »Und was sind das, irdische Ziele?« »Das sind die Stationen auf dem Lebensweg, die der Reise einen Sinn geben. Sie verändern sich ständig, das ganze Leben lang.« »Und das vierte Rad?« fragte eines der Kinder. »Das ist das Rad der göttlichen Ziele.« »Was sind denn göttliche Ziele?« »Das sind Dinge, die wir anstreben, Dinge, die im Jenseits und außerhalb der irdischen Grenzen liegen.« »Wie aufregend«, meinen die Kinder, »und ist das alles, was die Leute für die Reise durchs Leben brauchen?« »Ja, alles, was sie wirklich brauchen. Aber leider überladen sie ihre Wagen mit so viel Kram, der ihnen nötig erscheint, dass ihnen oft die Räder brechen und sie diese zurückbringen müssen, um sie reparieren zu lassen.« »Und Sie können die reparieren?« »Nicht immer«, antwortete der alte Mann traurig. »Die Räder der Gesundheit und der Liebe sind oft wirklich sehr schwer zu reparieren.« »Und warum wünschen Sie sich so viel?« fragten die Kinder. »Weil Ihnen das beigebracht wird, durch alles, was Sie hören und sehen. Aber schlimmer noch, man lehrt sie, von allem, wonach sie im vorigen Jahr verlangte, dies Jahr noch mehr zu wollen.« »Verrückt«, sagte eines der Kinder. »Ja«, sagte der alte Mann. »Aber was können wir tun, um den Erwachsenen zu helfen?« fragten die Kinder. »Ihr müsst versuchen, ihnen zu zeigen, dass alles, was sie sich auf dem Lebenswagen laden, wohl Freude machen kann, dass sie den Dingen aber nicht so viel Bedeutung zumessen sollten. Das sind nur Spielsachen des Lebens.« »Hängen die Leute denn wirklich so daran?« »Sie sind bereit, dafür ihr Leben zu lassen. Und manche sterben wirklich dafür.« »Sind die Großen nicht komisch?« sagten die Kinder und schüttelten sich wieder vor Lachen. Doch ihnen entging nicht, dass der alte Mann sehr traurig war.
Aber wenn manche Leute schon zufrieden sind, ein Fahrzeug zu haben, wieso wollen andere dann dafür sterben, immer mehr zu haben? Fragten sie. Weil die meisten Menschen sich nie klar gemacht haben, dass das Glück eine Schaukel zwischen Wünschen und Haben ist. Wie schwer auch immer euer Haben ist, wenn euer Wünschen nicht schwerer ist, werdet ihr immer unten sein. Wenn ihr aber sehr wenig habt und noch weniger wünscht, werdet ihr immer oben sein. Versucht zu bekommen, was ihr euch wünscht. Wenn das aber nicht geht, lernt zufrieden zu sein mit dem, was ihr habt. Dann werdet ihr immer haben, was ihr euch wünscht. Vergesst nie, sagte der alte Mann, wenn euer Fahrzeug voll ist von Dingen und ihr Angst habt, dass sie verloren gehen oder gestohlen werden oder unterwegs herunterfallen oder beim Stoßen und Rütteln auf der Straße kaputt gehen, seid ihr ohne sie besser dran. Sonst macht ihr euch nur zu deren Sklaven. Die Suppe ist fertig, rief die Frau des Alten. Sie roch so gut und schmeckte so fein. Und dann gingen sie alle zu Bett. Am nächsten Morgen brachen sie wieder auf. Das war ein weiteres Kapitel aus diesem schönen Buch. Und ja, ich sag einfach mal bis morgen.